Herzlich willkommen zu unserem Frau Seele Podcast. Schön, dass du hier bist. In diesem Podcast möchte ich mit dir in die Tiefen unserer Weiblichkeit eintauchen und herausfinden, was Weiblichkeit wirklich bedeutet und womit sie uns beschenken kann. Wie oft nutzen wir diesen Begriff Weiblichkeit, ohne uns wirklich bewusst zu sein, was wir darunter verstehen? Wie oft setzen wir Frauen uns mit diesem großen Potenzial wirklich auseinander und laden es in unser Leben ein? Lass dich inspirieren von unterschiedlichen Frauenbildern und Ansichten, den berührenden Antworten einiger Frauen auf die Frage, was sie unter Weiblichkeit verstehen, einer Liebeserklärung eines Mannes an die Frau und einigen wertvollen Impulsen, wie du deiner Weiblichkeit näher kommen kannst. Willkommen bei Frau Seele. Weiblich, spirituell, frei. Du hörst den Podcast für weibliche Spiritualität, die Entdeckung deines Seelenplans und für pure Freude. Tja, was verstehst du unter Weiblichkeit? Was empfindest du als weiblich? Hast du dir hierüber schon mal Gedanken gemacht? Halte gerne einmal kurz inne und lausche deinen Antworten. Ich möchte dir heute gerne einige Bilder und Ideen dazu anbieten. Sie sollen uns Frauen im Idealfall dienen, ihre Weiblichkeit noch bewusster zu leben und zu genießen. Natürlich ist das alles nicht in Stein gemeißelt, was ich hier sage, auch nicht unbedingt wissenschaftlich untersucht. Es soll eher ein Gedankenaustausch und ja, ein Gedankenausflug sein. Mach es dir also gemütlich und spüre bitte nach, was sich für dich stimmig anfühlt. Als ich mir nämlich im Vorfeld einige Gedanken zur Weiblichkeit gemacht habe, habe ich festgestellt, wieder einmal, wie riesig dieses Thema ist, obwohl es doch im Grunde nur ein Wort ist oder auch nicht. Zuallererst habe ich übrigens etwas in den Weiten des Internets gestöbert und bei Wikipedia folgende Definition gefunden. Irgendwo muss ich ja anfangen. Also, Weiblichkeit, seltener Fraulichkeit oder Femininität, umfasst kulturell und gesellschaftlich der Frau zugeschriebene Eigenschaften. Interessant. Das bedeutet also, dass es je nach Kultur und Gesellschaft Unterschiede gibt. Ja, aber gibt es nicht auch universelle Eigenschaften, unabhängig von der Kultur und der Gesellschaft, die auf der ganzen Erde zutreffen? Okay, dazu später mehr. Der Reihe nach. Mir fielen dann also wirklich nochmal so einige Frauenbilder auch aus der Vergangenheit ein, die aus meiner Sicht extrem unterschiedlich sind. Also je nachdem, zu was für einer Zeit das war, in welcher Gesellschaft oder Kultur. Da gab es einmal die weichen, molligeren Frauen, die ja auch der Maler Rubens abbildete. Dann das extreme Gegenteil Twiggy, das Model Mannequin aus den 70er Jahren, die sehr, sehr schlank war. Und dann gab es die verführerische Marilyn Monroe oder die elegante Audrey Hepburn. Alles Vorbilder für Tausende von Frauen. Und diese Reihe, die ließe sich sicherlich ewig fortsetzen. Worauf ich jedoch hinaus möchte, all diese Frauen waren nach dem äußeren Erscheinungsbild sehr unterschiedlich und wurden zu ihrer Zeit von vielen Frauen bewundert und imitiert. Sie galten als der Frauentyp. Also scheint es wirklich so etwas wie einen Zeitgeist und Geschmack zu geben. Doch wer beeinflusst diesen? Das sind ja immer Rollenbilder und Merkmale, die uns Frauen von außen vorgegeben werden. Da muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen, wer das beeinflusst. Ich weiß jetzt nicht, wie du es empfindest, aber mittlerweile sind die Frauen, zumindest in meiner Generation, eher unterschiedlich vom Typ, also sehr vielseitig. Im Grunde ist alles möglich. Wir sind gefühlt weniger einem Diktat unterworfen, wenn wir es uns erlauben, selbstbewusst wir selbst zu sein.
Ja, da gibt es die sportlichen Frauen, die eleganten, die bunten, kreativen, die wilden, die sanften, die lauten. Ach ja, mir gefällt das. Ich kenne so viele tolle Frauen, die enorm unterschiedlich sind. Wow. Aber wie sieht es denn mit den nicht äußerlichen Eigenschaften aus? Geht es nicht eigentlich vielmehr auch darum, wenn wir von Weiblichkeit sprechen? Ja, wir machen das immer so an Äußerlichkeiten fest. Aber was ist Weiblichkeit? Welche Energie empfinden wir als weiblich? Gibt es da Merkmale, die universell sind? Bevor ich dir gleich einige Aussagen von Frauen vorlese auf meine Frage, was sie unter Weiblichkeit verstehen, möchte ich gerne allgemein auf die Weiblichkeit eingehen. Denn da gibt es viel, viel, viel Literatur dazu. Und ja, es gibt wirklich einige Eigenschaften, die in den verschiedensten Literaturangeboten immer wieder genannt werden, die stark mit der weiblichen Energie und dementsprechend auch mit der Weiblichkeit verbunden werden. Und übrigens, wenn ich von weiblicher Energie spreche, auch Yin genannt, die haben alle Menschen, auch die lieben Männer. Bei Frauen und Männern ist nur die Verteilung unterschiedlich. Naturgemäß haben wir Frauen meistens mehr davon. Und das macht den kleinen, aber so feinen Unterschied. Natürlich haben wir Frauen auch männliche Energien in uns, Yang genannt. Ansonsten würden wir morgens gar nicht aus dem Bett kommen und ja, bestimmte Dinge geregelt kriegen. Die männliche Energie, der Vollständigkeit halber, die wird übrigens als geradlinig, als aktiv beschrieben, als warm oder heiß. Sie lässt die Männer, aber dann auch uns Frauen, wenn wir die leben, Dinge in die Tat umsetzen. Sie ist zielorientiert, beschützend, angespannt, logisch, hart, analytisch, zielorientiert, dominant, linear, rational, strategisch und sie geht nach vorn. Die weibliche Energie dagegen, die verläuft spiralförmig oder rund und sie kommt immer wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Das wird ja auch wunderbar durch den weiblichen Zyklus repräsentiert, der immer wieder von vorne beginnt. Weibliche Energie ist eine empfangende Kraft. Ja, was für ein Bild bekommst du da? Ne? Die Frauen empfangen, ja. Sie können unter anderem ein Kind empfangen. Sie können aber auch andere Dinge empfangen und behüten. Die weibliche Energie wird beschrieben als passive Energie. Es geht viel um Mitgefühl, um Fürsorge und Empathie, um Geduld und auch um Intuition. Gleichzeitig, wenn wir uns mit der urweiblichen Kraft näher beschäftigen, wird auch immer der Aspekt der enormen Stärke genannt. Falls du hier näher eintauchen möchtest, höre dir auch gerne unsere Podcasts zu den weiblichen Archetypen an oder schau dir auch mal unsere Meditation zu den weiblichen Archetypen an. Das sind insgesamt 12 Stück. Ergänzend möchte ich einfach nochmal so die Begriffe Kommunikation, Organisation, also den Überblick haben, Harmonie, Kreativität, Durchhaltevermögen, Sanftheit und eine nährende Qualität nennen. Ja, wie fühlt sich das für dich an? Was sind das vielleicht für innere Bilder, die du hast? Gehst du damit in Resonanz oder ist dir da jetzt gerade irgendetwas ganz neu oder ganz ungewöhnlich? Ich möchte gerne an dieser Stelle einige andere Frauen zu Wort kommen lassen, wie ich es dir schon am Anfang erzählt habe, die ich nämlich gefragt habe, was bedeutet Weiblichkeit für dich? Ich danke euch Frauen für eure Gedanken, für eure Antworten und auch für eure Ehrlichkeit. Ja, spür einfach mal rein und achte auch mal auf deine Reaktionen. Denn das, was hier beschrieben wird, ist sehr unterschiedlich. Es gibt da sehr, sehr viele Facetten der Weiblichkeit. Also eine liebe Frau erzählte mir,
Ich habe mich immer als Frau gefühlt, aber eigentlich nie so richtig weiblich, da ich eher ein burschikoser Typ bin. Ich glaube, dass meine weiblichen Qualitäten erst im Alter rauskommen. Ich darf es lernen, mehr ins Gefühl zu kommen. Raus aus dem Kopf. Ja, ich entdecke immer noch meine Weiblichkeit. Ich glaube auch, da ist Mann oder Frau auch nie fertig. Ja, das ist so die erste Aussage, das erste Feedback, das ich bekommen habe. Und ich habe im Grunde genau verstanden oder geglaubt zu verstehen, was sie damit meint. Denn wahrscheinlich ist es wirklich so. Wir sind mit dem Erkunden unserer Weiblichkeit nie fertig. Das kann ich absolut bestätigen. Ich habe heute sicherlich ein ganz anderes Gefühl für meine Weiblichkeit. Ich genieße sie viel mehr, als ich das wahrscheinlich vor 30 Jahren getan habe. Und empfinde sie auch heutzutage als ein großes Geschenk. Früher habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, und es ist ja auch so, in frühen Lebensjahren, also je nachdem, was man auch für einen Beruf wählt, gerade wenn wir Frauen in klassische Männerberufe mit einsteigen oder in Branchen, die sehr männerdominiert sind, dann glauben wir zumindest, dass auch verstärkt männliche Eigenschaften von uns erwartet werden. Ja, und diese Aufteilung nach männlichen und weiblichen Berufen hat sich meines Wissens nach sehr aufgeweicht und da mussten dann viele Frauen im Beruf auch ihren Mann stehen. Also beispielsweise genauso analytisch und zielorientiert sein. Also wenn ich mich so erinnere an meine Zeit, sage ich mal, in der freien Wirtschaft, ja, wo war da im Grunde in den letzten Jahrzehnten, ist bei mir jetzt allerdings auch schon einiges her, weil ich ja dann in einen anderen Bereich gewechselt bin, ja, aber wo war da früher Raum für weibliche Qualität? Ja, also gerade wenn es darum ging, im Grunde immer höher, schneller weiterzumachen, wenn man gemessen wurde an Zahlen, wenn man von Jahr zu Jahr immer mehr wachsen wollte. Je nach Lebenssituation kommen also immer andere Herausforderungen, Einladungen und wahrscheinlich werden die meisten von uns im Laufe der Jahre auch mutiger, vielleicht dann auch wieder die Weiblichkeit zu erkennen, einiges von den männlichen Energien abzustreifen, um für sich selber wieder genau das richtige Maß zu finden und sich so zu zeigen, wie sie, wie er wirklich ist. Denn das Gleiche gilt natürlich auch für die Männer. Ja, und so lehrt uns beispielsweise auch die weise Alte oder die alte Weise, auch ein weiblicher Archetyp, sei du selbst. Ja, mit immer mehr Lebenserfahrung gelingt es vielen auch immer leichter, wirklich sie selbst zu sein. Eine zweite Frau gab mir dann als kleine Geschichte und als ihre Empfindung dazu Folgendes mit. Ich finde, Weiblichkeit ist eher ein Gefühl. Was dazu passt, ist eine kleine Geschichte, die ich heute erlebt habe. Ich bin ja gerade mit meinem Mann am Meer und er war heute den ganzen Tag beim Fischen. Tatsächlich hat er ohne Angel einen großen Fisch gefangen und mich hat das total beeindruckt. Ich fand das unheimlich männlich und ja, auch so nach dem Motto, wow, dieser Mann kann mich versorgen. Und sie sagte dann auch, ich weiß, das ist jetzt sehr archaisch und ja, vielleicht auch irgendwo alt oder konservativ, aber das habe ich in dem Moment gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie eine Frau, wie ein Weibchen und das war echt schön. Ja, danke dafür. Wie geht es dir bei dieser Antwort? Auch sie hat mich sehr berührt, da sie so erfrischend ehrlich ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, und auch das kenne ich, dass wir unsere Weiblichkeit natürlich besonders dann spüren, wenn wir einen männlichen Part vor uns haben. Ja, wenn also unser Partner, unser Mann mit uns ist und wir seine männliche Energie spüren. Das ist natürlich kein Muss, sondern nur eine weitere Möglichkeit. Aber letzten Endes spüren wir ja in diesen Momenten die Spannung zwischen den unterschiedlich geladenen Energien von männlich und weiblich. Zwischen versorgend, das ist der Mann, der beispielsweise diesen Fisch angelt,
und der Frau, die diesen Fisch empfängt und dann vielleicht sogar auch weiter verarbeitet. Ei, ei, ei. Vielleicht kräuseln sich der ein oder anderen jetzt gerade die Nackenhaare, weil das, sage ich mal jetzt, doch wirklich ja einfach eine sehr, sehr alte Energie und auch Rollenaufteilung ist. Und ja, aber auch da darf ja jeder reinspüren, wie stimmig ist das? Denn in diesen Extremen von männlicher und weiblicher Energie, von versorgend und empfangend beispielsweise, können wir diese Energien doch auch viel besser verstehen. Verstehen wir nicht auch die Bedeutung von Licht viel besser, weil wir die Dunkelheit kennen? Also ich finde diese Antwort zumindest sehr erhellend, dass sie auch ein wenig den Scheinwerfer von der Frau wegnimmt und andere Aspekte mit einbezieht. Ich finde, da wird so ein bisschen so dieser Tanz raus zwischen Mann und Frau. Und dann habe ich noch eine Frau gefragt, die Folgendes erzählt hat. Tatsächlich hat sich für mich die Bedeutung von Weiblichkeit in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr verändert. Und es fühlt sich total schön an, darüber nachzudenken. Für mich bedeutet es, ganz zu mir und zu meinen Gefühlen und Emotionen zu stehen und ganz ehrlich zu mir selbst zu sein und keine Kompromisse mehr zu machen, auch in einer Beziehung oder beim Sex nicht. Spaß daran zu haben, dem Körper Gutes zu tun und das Alter zu akzeptieren und völlig frei zu sein von Konventionen oder Vorstellungen, wie eine Frau heutzutage sein sollte. Ich spüre immer mehr, dass ich das ursprüngliche Weibliche mit allen Sinnen leben möchte, so ein bisschen wie ganz früher. Jedenfalls genieße ich es sehr, eine Frau zu sein. Ja, wir mit Frau Seele finden es auch total schön, über Weiblichkeit nachzudenken, darüber zu sprechen und die Erkenntnisse dann ganz individuell zu leben. Denn wie gesagt, das sollte es sein, es sollte individuell von uns gelebt werden und wir sollten nicht glauben, in irgendeine Schablone passen zu müssen, weil nur das dann weiblich ist. Ja, die Weiblichkeit ist so vielfältig. Und was wäre, wenn wir alle mit dieser Freude unsere Weiblichkeit feiern? Wenn wir keine Angst mehr vor dem Alter hätten, ja, dann wären wir oder dann sind wir in unserer puren Kraft, in unserer weiblichen Urkraft. Das ist ein Weg, nicht wahr? Denn in unserer Gesellschaft wurde ja in den letzten Jahrzehnten und ja, das reicht wahrscheinlich gar nicht aus, Jahrhunderten schon sehr, sehr lange das männliche, das lineare Prinzip als das Richtige angesehen. Ja? Häufig wurde das Weibliche eher belächelt, da es weniger leistungsorientiert war und auch nicht so verstandesorientiert ist. Ja, wie viel Zeit verbrachten und verbringen wir Frauen in der linearen männlichen Energie, sind hart mit uns selbst und viel zu oft in unserem Kopf und im Tun. Und dadurch entfernen wir uns immer mehr von unserer urweiblichen Kraft. Und das kann emotional und körperlich wirklich sehr, sehr anstrengend sein. Ich habe vor ein paar Jahren mit Sonja Emilia Rainbow, einer Schamanin, die auch wundervolle Bücher darüber geschrieben hat, ein Interview führen können. Wenn du Lust hast, kannst du da auch mal stöbern, das kannst du hier auch finden. Und da sind mir noch so ein paar Aspekte im Kopf, die ich auch gerne mit dir teilen möchte. Wir haben nämlich wirklich auch über diese Zeit gesprochen und was früher war in den patriarchalen Gesellschaftszeiten. Denn es gab ja auch mal Zeiten, die anders waren. Das nannte man dann das Matriarchat, wo die Frauen sehr bestimmend waren. Und dann hat sich das abgelöst. Und ja, vielleicht sind wir jetzt einfach in einer Zeit, wo beides gleichberechtigt nebeneinander wachsen und gedeihen kann. Und ja, wir sprachen damals darüber, beziehungsweise Sonja erzählte mir dann auch, dass dieses Frausein oder die Weiblichkeit wirklich neu definiert werden darf. Denn in der Vergangenheit haben wir uns als Menschen generell, Frauen und Männer, von der Natur abgewendet. Und die weibliche Energie, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, die wurde immer mehr abgewertet.
Ja, Frauen wurden ja sogar als unrein betitelt. Also alleine, wenn man die monatliche Zeit, die Mondzeit, die Menstruation, wie du es auch immer nennen magst, einmal bedenkt. Da durfte man in manchen Kreisen die Frau sogar noch nicht mal berühren. Und heutzutage dürfen wir uns unbedingt an unser wahres Frausein, unsere Weiblichkeit wieder erinnern. Denn heutzutage kommt die Weiblichkeit in Verbindung mit der Spiritualität. Wow! Und das ist ja genau das, was auch Frau Seele in die Welt bringen möchte. Weiblichkeit und Spiritualität. Für uns gehört das auf alle Fälle zusammen. Wir dürfen lernen, dass Frauen und Männer unterschiedliche Kräfte haben. Und wenn wir die miteinander bündeln, im gegenseitigen Respekt und in der Freude vor der Andersartigkeit, entsteht dann etwas Wunderschönes. Und Sonja erzählte mir damals auch, dass also auch die indigenen Völker viel darüber erzählen, ja, was Weiblichkeit bedeutet. Und Sonja hat da auch einmal gehört, diese Aussage oder diese Formulierung, wir Frauen denken rund. Und was ist damit gemeint? Also die Frauen denken rund, ne? Vorhin haben wir schon gesagt, das ist so eine spiralförmige Energie oder eine runde Energie. Aber dieses runde Denken, damit wird von den indigenen Völkern auf die Gebärmutter hingewiesen. Also es wird im Grunde gesagt, dass Frauen mit der Gebärmutter denken. Und zwar unabhängig davon, ob die physisch noch vorhanden ist oder nicht. Ja, in dem Interview habe ich sehr intensiv mit Sonja übrigens über die Gebärmutter gesprochen. Falls dich das interessiert, wie gesagt, klicke rein. Rund bedeutet, alles auf unterschiedlichen Ebenen wahrzunehmen. Also Frauen bewegen sich auf mehreren Ebenen gleichzeitig, da sehe ich dann diese Spirale, ne? Und spüren auch vieles auf unterschiedlichen Ebenen, was für den Verstand vielleicht gar nicht greifbar ist. Das ist sicherlich so diese Vielseitigkeit einer Frau im Gegensatz zu der Gradlinigkeit des Mannes, ne, der den Fokus ganz lange auf einer Sache halten kann, der sich auch durch nichts ablenken lässt. Eine Frau beispielsweise, die gerade emotional ist, weil sie Liebeskummer hat, ist sehr schwer dazu in der Lage, sich auf etwas anderes zu konzentrieren, weil sie so in den Gefühlen ist. Und ein Mann kann diese Gefühle in vielen Fällen, und Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, besser oder eher abschalten, wenn er gerade einfach eine Aufgabe hat, wenn er etwas zu tun hat. Ja, und Frauen ja, fühlen sich auch manchmal eher etwas schwammig von diesen ganzen vielen Eindrücken, weil es auch manchmal gar keine Worte dafür gibt, was sie mit ihren vielen Synapsen, mit ihren vielen Antennen, die nach außen gerichtet sind, alles aufnehmen. Ja, und gerade wenn Frauen das Fühlen etwas verlernt haben, wollen sie die Welt aus dem Verstand begreifen. Und dann erzählte Sonja auch nochmal von der großen Kraft der Vergebung. Das sei eine Medizinkraft, die bei Frauen stärker ausgeprägt sei als bei Männern. Ein wertvoller Gedanke, nicht wahr? Oder ein wertvoller Impuls, die Vergebung. Also wenn wir die für unsere Weiblichkeit wieder entdecken, was könnten wir dann für Friedensimpulse aussenden? Also die Vergebung, die spielt sicherlich nochmal ein großes Thema. Vielleicht verdient die sogar nochmal einen eigenen Rahmen oder einen eigenen Podcast. Also auch hier nochmal herzlichen Dank, Sonja, für diese wunderbaren Inspirationen. Gerne möchte ich mit dir jetzt noch ein paar Fragen teilen, die ich zum Thema Weiblichkeit zusammengestellt habe. Vielleicht inspirieren sie dich. Und zum Schluss kommt dann nochmal ein Mann zur Sprache. Doch, einige Fragen habe ich nun für dich, vielleicht magst du da mal eintauchen. Und zwar geht es ja darum, wenn du dich mit dem Thema Weiblichkeit auseinandersetzt und vielleicht auch noch mehr deine weibliche Kraft leben möchtest, dann frage dich doch einmal, was dich bisher davon abgehalten hat, das zu tun oder noch intensiver zu tun. Ja, gibt es irgendwelche Vorurteile in dir zum Thema Weiblichkeit? Vielleicht, das macht mich schwach, das macht mich abhängig, dann werde ich nicht ernst genommen.
Wie hast du als Kind andere Frauen empfunden? Wie lebte deine Mutter ihre Weiblichkeit? Gibt es Erlebnisse, die du negativ mit deiner eigenen Weiblichkeit verbindest? Worin könnte für dich die Chance von mehr Weiblichkeit liegen? Was möchtest du mehr von dir zeigen? Ich wünsche dir auf alle Fälle wertvolle Erkenntnisse beim Reinspüren in diese Fragen. Und zum Schluss nun ein Gedicht eines Mannes, er heißt Mario Amenti. Und dieses Gedicht, weiß ich nicht, ob er das für eine ganz bestimmte Frau geschrieben hat, finde ich auf alle Fälle auch sehr kraftvoll und sehr intensiv. Und ich finde, es ist eine Liebeshymne an die Frau. Eine Freundin schickte es mir, als ich ihr von meinem Wunsch, über Weiblichkeit zu sprechen, erzählte. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Und vorher verabschiede ich mich von dir und sage vielen Dank für dein Zuhören. Und nun zum Gedicht von Mario Amenti. Lass mich in dein Universum hineinfallen, Frau. Du bist die Weiseste, die Verrückte, die Wunderbarste. Du Hexe, die mein Herz gestohlen hat, ich will es nicht wieder. Du bist das wahrhaft Nährende, du Mutter aller Galaxien, du Wissende, du, die du meine Dunkelheit mit Millionen Sternen erhältst. Du bist Geliebte, Priesterin, Lehrerin, mal sanft, mal wild, so soll es sein. In deinen Armen lauert der Tod, in dir will ich sterben. Als Mann der Macht. Auferstehen in dir als Mann, der nichts macht, sondern das ist, was er schon immer gefürchtet hat. Eine Liebe ohne Schild, ein Kämpfer ohne Schwert. Waffenlos, schutzlos will ich dir gegenübertreten, um dich zu sehen, Weib, als das, was du bist. Ein Universum, das mich liebevoll verschlingt. Nimm mich auf, sanfte Frau, und lehre mich, ohne Angst zu sein. Ich fürchte mich nicht mehr zu sterben, denn deine Welt ist bereits mein Tod. Ich vergehe in dir und werde erweckt zu neuem Leben. Ich bin zu Hause. Du hörtest den Podcast für die weibliche Spiritualität, die Entdeckung deines Seelenplans und für pure Freude. Wir sind Bettina, Sabine und Frau Seele, deine Begleiterinnen auf dem Weg zu mehr weiblicher Kraft und gelebter Spiritualität. Schön, dass du dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich ein wenig inspirieren und erfreuen.